Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und herzlich willkommen zum 77. Mitarbeiter-Podcast des Klinikums Fürth mit aktuellen Informationen und einer positiven Geschichte. Aufgepasst, alle Informationen, die Sie jetzt hören, haben heute den Stand von Mittwoch, den 9.12. bereits um 10 Uhr, weil ich bis heute Abend dann durchgehend Termine habe und wahrscheinlich nicht mehr schaffe, heute Abend noch einen Podcast zu machen, der einigermaßen rechtzeitig kommt. Heute mit folgenden Themen. Erstens Katastrophenfall in Bayern, zweitens aktuelle Lage bei uns und im Großraum und drittens eine Herzensangelegenheit zum Thema For a Better Christmas. Mein Name ist Manfred Wagner, wie immer für Sie aus dem Klinikum für das Klinikum. Katastrophenfall in Bayern. Seit heute Nacht um 0 Uhr gilt für Bayern erneut der Katastrophenfall. Wir hier im Klinikum halten das für die absolut richtige Entscheidung, da diese zweite Welle inzwischen viel höher ist als die erste. Wir haben deutschlandweit viel mehr Intensivpatienten auf den Intensivstationen. Und in der ersten Welle hat man da den Katastrophenfall und wir finden, es war überfällig, den Katastrophenfall jetzt auch auszurufen. Die von der Staatsregierung in Bayern bislang ergriffenen Maßnahmen haben ja nicht zu einem spürbaren Rückgang der Infektionszahlen geführt. Vielmehr kommt es weiterhin zu so einem diffusen Infektionsgeschehen mit zahlreichen regionalen Hotspots. Und die Belastung des Gesundheitssystems ist überall hochgradig spürbar, aber wem erzähle ich das? Da trage ich ja Eulen nach Athen, wenn ich das Ihnen erzähle. Die Lage im Klinikum Fürth und auch im Großraum. Ja, wie ist die Lage im Moment? Seit gestern haben wir immense Verdichtung auf der Intensivstation. Stand jetzt haben wir 16 Intensivpatienten auf der operativen Seite liegen und 12 auf der nicht operativen Seite. Die meisten der Patienten, die oben liegen, sind entweder invasiv oder nicht invasiv beatmet. Und wir gehen eigentlich täglich immer wieder in eine Überbelegung, weil wir keine Patienten abverlegen können, aber über Zwangsbelegungen oder über Notfälle aus dem Haus immer wieder Belegungen auf die Intensiv kriegen. Es ist auch schwierig, wir machen wirklich nur noch die notwendigsten Operationen, aber auch die Operationen, die wir jetzt machen, und wir stimmen uns da wirklich jeden Tag ganz eng ab, die operativen, die nicht operativen Abteilungen, die Intensivmannschaft, der Herr Täufer als OP-Manager, aber wir machen nur noch die Patienten, von denen wir sagen, die können wir jetzt nicht verschieben, sonst haben wir halt nächste Woche dann doppelt so viel. Und deswegen ist es im Moment wirklich herausfordernd, gerade auf der Intensivstation. Es ist im ganzen Großraum so. Wir haben es gestern auch noch mal mit dem Pandemiebeauftragten der anderen Häuser gesprochen. Keins der anderen Häuser hat im Moment die Möglichkeit, uns Intensivpatienten abzunehmen, hier im Großraum, weil es absolut eng ist bei allen. Und deswegen müssen wir schauen, wie wir das im Moment irgendwie handeln. Wir planen da im Moment wirklich eigentlich stündlich in enger Abstimmung mit der Intensivleitung, mit dem OP, um das alles hinzukriegen. Und wir haben jetzt nochmal angefragt, ob es eventuell möglich ist, auch über den Großraum hinaus Intensivpatienten zu verlegen, wie es ja am Wochenende schon mal passiert ist. Auch auf den Normalstationen, was Covid betrifft, ist es relativ eng. Stand jetzt haben wir nur 3 Betten für Covid-Patienten frei. Da ist auch das Abflussproblem nach draußen nach wie vor. Auch an dem Thema sind wir dran. Aber auch das betrifft alle Kliniken im Großraum. Ein Riesenengpass war gestern im Bereich der Stroke-Unit-Versorgung. Alle 4 Stroke-Units im Großraum waren gestern auf Rot abgemeldet. Wir haben dann dankenswerterweise auf der 09 nochmal 4 Betten erweitern können, um zumindest unsere Zwangsbelegungen mit Schlaganfallpatienten, die wir ja trotzdem kriegen, in irgendeiner Form handeln zu können. Und darüber hinaus sind natürlich alle Belegungen auch auf den Non-Covid-Stationen im Moment schwierig, weil wir natürlich auch ganz viele Patienten mit dringenden anderen Erkrankungen haben, was natürlich jahreszeitlich auch verständlich ist. Das heißt, wir versuchen uns im Moment wirklich von Stunde zu Stunde irgendwie durch diese Pandemie zu bewegen und dabei eine möglichst gute Versorgung zu leisten. Ich finde, wir kriegen es im Moment gut hin, aber ich weiß, wie belastet Sie alle sind und wie toll Sie alle mitarbeiten. Und dafür mal wieder mein Dankeschön. Und jetzt gibt es eine Überraschung in diesem Podcast. Jetzt hören Sie mich nicht, nämlich ausnahmsweise mal nicht nur, sondern jetzt werden Sie mich gleich sehen. Und zwar jetzt.
Ich habe nämlich noch eine Herzensangelegenheit. Diese massiven Patientenzahlen, woher kommen die? Weil draußen die Inzidenz so hoch ist. Und die Inzidenz ist so hoch, weil die Kontakte bei weitem nicht so eingeschränkt sind wie, zu Zeiten der ersten Welle. Und deswegen hat ja unser Intensivteam letzte Woche unter dem Hashtag For a Better Christmas die Aktion gestartet mit den 4 verschiedenen Aufrufen. Also haltet Abstand, tragt eure Masken, vermeidet Kontakte, damit euch und uns nicht die Luft ausgeht. Und da haben wir ein Video, das inzwischen über 100.000 Mal, oder ich glaube inzwischen sind es schon 140.000 Aufrufe, auf Facebook hatte, aber auch auf den anderen Kanälen, vor allem auch auf Twitter, ganz, ganz oft geteilt wurde. Noch viel öfter als unser Video mit dem Brandbrief an den Minister Spahn damals. Und mein Aufruf oder unsere Bitte an Sie jetzt, jeder im Klinikum, der Lust hat, jedes Team, jede kleinere Gruppe, der Lust hat, mit diesen 4 Plakaten, ich habe jetzt hier nur 2 davon, die anderen 2 haben wir auch noch, ein kurzes Video zu drehen, wo Sie sagen, da appellieren Sie sozusagen nochmal an alle Menschen im Großraum, sich an die Regeln zu halten und dazu ein kurzes Video zu machen, egal wie Sie es wollen, egal welche Ideen Sie haben. Egal, ob Sie sagen, bei uns kommt jeder, kommen 4 Krankenschwestern nacheinander aus der Tür mit so einem Schild, oder Sie wollen was dazu singen, etwas dazu spielen, eine Geste dazu machen, da sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Unsere einzige Bitte, nehmen Sie einfach Ihr Smartphone, wenden Sie sich an uns, dass Sie die 4 Plakate kriegen, dann dürfen Sie die bei uns in der Unternehmenskommunikation abholen, Ihr Video drehen und dann bitte wieder zurückbringen, uns das Video schicken und dann könnten wir das auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen und können dadurch vielleicht unseren Beitrag leisten, dass die Menschen draußen sich an die Regeln halten, dadurch diese zweite Welle gebrochen wird und wir endlich dann auch mal einen Rückgang in den Patientenzahlen hier im Krankenhaus spüren. Das ist meine Bitte an Sie und deswegen nochmal, holen Sie sie in der Unternehmenskommunikation ab, die Plakate und machen Videos damit. Wir würden uns wahnsinnig freuen um die Unterstützung. Und dann habe ich wie immer noch die positive Geschichte zum Abschluss und dann nehme ich Sie kurz noch mal mit in einen anderen Raum. Das ist die positive Geschichte. Als ich am Montag früh hier in die Klinik kam, stand dieser Karton vor meiner Tür und da steht drauf, Absender Nikolaus de Myra, Versandstraße 12, aus Fürnerl. Und es geht ans Klinikum Fürth, Krisenstab, zu Händen Manfred Wagner. Und dann habe ich das aufgemacht. Und was sehe ich darin? Chiara, komm doch mal mit der Kamera her. Ganz viele Nikoläuse, den größten Teil habe ich schon an meinen Krisenstab verteilt. Und kleine Glocken und Kugeln und kleine Engel. Und wir haben uns wahnsinnig drüber gefreut. Ich weiß bis heute nicht, wer der edle Spender war, aber dafür danke. In diesem Sinne war es das wieder mit unserem Mitarbeiter-Podcast aus dem Klinikum für das Klinikum. Bleiben Sie wie immer gesund und zuversichtlich. Ihr Podcast-Team vom Klinikum Fürth.